Nikola Teslas Hochfrequenz-Heilgerät. Einen mechanischen Oszillator, der Vibrationen mit verschiedenen Frequenzen durch den Körper schickte. Ich bin mir sicher, dass Frequenzen und Schwingungen einen riesen Effekt auf unseren Körper haben. Seitdem wir das Video von Kianosch und der Thymusdrüse reingezogen haben, aktiviere ich meine Thymusdrüse auch täglich mit Summen und Klopfen. Sind nicht nur Tabletten und die Sachen, die uns die Ärzte verschreiben, die uns helfen, gesund zu sein, sondern wir können da auch selber einen wirklich großen Einfluss drauf nehmen. Tesla beschrieb diese Entdeckung und Erfindung als seinen größten Beitrag zum menschlichen Wohlergehen. Wenn Sie die Geheimnisse des Universums finden wollen, denken Sie in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung. So. Einige, wie der ägyptische Archäologe Dr. Abdel al-Hakim Aouyan, glauben, dass die Pyramiden selbst zur Klangheilung verwendet wurden. 6-8, wir sind out of control, Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf unserem einzig wahren Leon Lovelock Highlights Love Channel. Ich küsse euer Herz. Liebe geht raus von mir und der ganzen Community. Herzen unten in die Kommentare reinschreiben. Video natürlich wie immer einen Daumen nach oben dalassen. Tägliche Grüße und tägliche Liebe wird von mir zu euch nach Hause gesendet. Und zwar gehen wir jetzt. Achso, was ihr auch nicht vergessen dürft, weil ich glaube, viele Leute, die meine Highlights gucken, haben den Kanal noch nicht abonniert. Da mal ein Abo dalassen, das wäre auf jeden Fall auch süß. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein, welches heißt Nikola Teslas Hochfrequenz-Heilgerät. Klang- und Schwingungsmedizin. Sehr, sehr wichtiges, aufklärendes Thema hier auch mal wieder, meine lieben Freunde. Frequenzen können sowohl positive als auch negative Effekte auf uns als Menschen haben. Auf unsere Gesundheit, auf unsere Gedanken, auf unseren State of Mind. Und deswegen ist es wichtig, sich mit Frequenzen und Schwingungen auseinanderzusetzen, wenn man bewusst sein möchte und wenn man auch höher schwingen möchte. Ja? Und die höchste aller Schwingungen, die wir als Menschen haben können, ist die Schwingung der Liebe. Deswegen fangt an zu lieben. Ich küsse euer Herz, ich liebe euch auf jeden Fall. Wir gehen rein ins Video, dabei ist alles Gang. Let's go. Mal wieder von dem Kanal Universum in dir. Ich glaube, einer im Chat hat mich eben gerade gefragt, Zürich Janis war das, glaube ich, ne? Ob ich den Kanal kenne? Du siehst es, mein Jutzer. Ich kenne den Kanal und das ist nicht das erste Video, auf was wir reagieren von diesem Kanal. An einem gemütlichen Nachmittag in den 1890er Jahren faulenzte der legendäre Erfinder Nikola Tesla mit seinem guten Freund Samuel Clemens, auch bekannt als der berühmte Schriftsteller Mark Twain, in seinem Labor. Der Samuel, der Jutzte, den habe ich noch nicht, also den Namen kenne ich noch gar nicht. Oh. Beide standen seit langem in... Bisschen hat er die Einstein-Vibes, ne? ...persönlichen Beziehung. Und Twain, der notorisch von Wissenschaft und Technologie fasziniert war, war ein regelmäßiger Besucher in Teslas Labor. Zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben war Twain, wie Tesla beschrieb, in der schlechtesten Verfassung und litt unter einer Vielzahl von belastenden und gefährlichen Krankheiten. Daher schlug Tesla Twain an diesem besonderen Nachmittag vor, eine neue Erfindung auszuprobieren, an der er gearbeitet hatte, einen mechanischen Oszillator, der Vibrationen mit verschiedenen Frequenzen durch den Körper schickte. Twain stimmte zu und stieg auf Teslas Maschine. Am Ende des Prozesses sprang Twain plötzlich auf und eilte mit schrecklichem Durchfall zur Toilette. Lass raus, Bruder, Alter. Lass alles raus, Bro. Gib mir die Durchfall-Vibes, Bro. Trotz... I don't like that. ...würde Twain die Maschine fast 2 Monate lang täglich benutzen, an deren Ende er, mit Teslas Worten, seine alte Kraft und Fähigkeit, das Leben in vollem Umfang zu genießen, wiedererlangt hatte. Der ganzen Müll rausgespült, wa? Ich glaube daran, ich bin mir sicher, dass Frequenzen und Schwingungen einen riesen Effekt auf unseren Körper haben. Seitdem wir das Video von Kianosch und der Thymusdrüse reingezogen haben, aktiviere ich meine Thymusdrüse auch täglich mit Summen und Klopfen. Immer schön morgens. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit selbst kreierten Frequenzen wie Summen und Klopfen einfach auch Dinge aktivieren können und uns somit unsere Selbstheilungskräfte anregen können. Das wird sehr unterschätzt so. Es sind nicht nur Tabletten und die Sachen, die uns die Ärzte verschreiben, die uns helfen, gesund zu sein, sondern wir können da auch selber wirklich einen großen Einfluss drauf nehmen. Dies war tatsächlich genau das, was Tesla erwartet hätte. Dieselben Ergebnisse, die Tesla und seine Assistenten während ihrer Experimente mit der Erfindung erzielt hatten.
Wie Tesla in seinen Aufzeichnungen beschrieb, ich trat auf die Plattform und die Vibrationen, die ihr von der Maschine verliehen wurden, wurden auf meinen Körper übertragen. Das erlebte Gefühl war so seltsam wie angenehm und ich bat meine Assistenten, es zu versuchen. Sie taten es ebenso verblüfft und erfreut wie ich. Aber einige Minuten später verspürten einige von uns, die länger auf der Plattform geblieben waren, ein unsagbares und dringendes Bedürfnis, das sofort befriedigt werden musste. Und dann dämmerte mir die erstaunliche Wahrheit. Als ich anfing, mit meinen Assistenten mechanische Therapie zu praktizieren, beendeten wir unsere Mahlzeiten schnell und eilten zurück ins Labor. Wir litten unter Dyspepsie und verschiedenen Magenbeschwerden, Blähungen, Verstopfung, alles natürliche Folgen einer solch unregelmäßigen Praxis. Aber nach einer Woche der Anwendung, in der ich die Technik verbesserte und meine Assistenten lernten, die Behandlung optimal zu nutzen, verschwanden all diese Krankheitsformen wie von Zauberhand. Und das fast 4 Jahre lang, solange die Maschine im Einsatz war, waren wir alle bei bester Gesundheit. Krass, ja. Erstmal auch so negative Effekte bisschen, ne? Passiert ja oft. Tesla beschrieb diese Entdeckung und Erfindung als seinen größten Beitrag zum menschlichen Wohlergehen. Eine mutige Aussage für einen Erfinder auf der Ebene von Nikola Tesla. Für den Rest seines Lebens benutzte er seine Oszillationsmaschine, um Menschen mit einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen zu behandeln. Von Verstopfung bis hin zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das wird auch heute noch gemacht, ne? So Frequenztherapie. Leider nicht Mainstream, aber es wird noch gemacht, oder? Hat einer von euch damit Erfahrung? Verletzungen und Infektionen, Schlafstörungen und hormonellen Ungleichgewichten. Aber was genau hatte er entdeckt? Wie Tesla selbst sagte, wenn Sie die Geheimnisse des Universums finden wollen, denken Sie in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung. So. Genau so und nicht anders. Legendäre griechische Denker Pythagoras, der Vater der Mathematik und Geometrie, sowie der erste, der den Begriff Philosophie verwendete, wachte vor über 2500 Jahren von einer Schmiede auf. Als er das Klopfen von Hämmern hörte, die auf Eisen hämmerten, er hielt inne, als er bemerkte, dass die Hämmer seltsame Harmonien erzeugten. Fasziniert rannte er hinein, um der Sache nachzugehen. Nach einiger Untersuchung fand Pythagoras heraus, dass diese Hämmer, die harmonisch zueinander waren, eine einfache mathematische Beziehung zueinander hatten, nämlich, dass ihre Massen im Verhältnis zueinander standen oder Bruchteile voneinander waren. Dies ließ seine Gedanken rasen, als er anfing zu experimentieren, mit Flüssigkeiten in Glas, verschiedenen Pfeifen. Krass, der Pythagoras, der Brelanger. A² plus B² gleich C², wir sind da. Faszinierend. Verschiedenen Längen von Saiteninstrumenten, die er kreiert hatte, um sie zu untersuchen und zu testen. Die Ergebnisse dieser Experimente führten Pythagoras zu einer verblüffenden Schlussfolgerung, dass Musik nicht nur Ausdruck der heiligen Geometrie sei, sondern dass sie tatsächlich Medizin sei. Er fing an, die von ihm geschaffenen Instrumente. Musik ist extrem powerful. Ich schwör's dir. Man hat ja auch mal irgendwie so ein, ich weiß gar nicht mehr wo das war, meine Mutter hat mir mal davon erzählt, weil die hat auch mal in der Hirnforschung gearbeitet und man hat mal Menschen, die, wie sagt man, wenn man im Koma, genau, die im Koma lagen, hat man Musik abgespielt, die sie in ihrer Kindheit und so gehört haben und dann haben sich teilweise Menschen wieder bewegt und so, weißt du, wie ich meine? Und das wurde auch mit Leuten gemacht zum Beispiel, die angeblich halt dement sind oder Alzheimer haben und so, aber an diese Musikstücke, teilweise die konnten die von A bis Z immer noch mitsingen und so, weißt du? Also Musik ist sehr mächtig so für uns Menschen. Zu verwenden, um das durchzuführen, was er Seelenanpassungen nannte und lehrte, dass diese Anpassungen nicht nur die Seele in Harmonie bringen würden, sondern auch den Geist reinigen und den Körper heilen können. Wie der syrische Philosoph Iamblichus aus dem... Oh shit, wir sind da, Digga, der syrische Philosoph Iamblichus. Wer kennt ihn noch? Geil. Ist der auch in dem Video von ihr vorgekommen oder in einem anderen Video? War wahrscheinlich auch von ihr, ne? ...dritten Jahrhundert feststellte, Pythagoras entwickelte musikalische Medikamente, die dazu Jetzt fehlt nur noch der Bruder aus Antiochien, Digga. Theophilus.
zu bestimmt waren, Krankheiten sowohl des Körpers als auch der Seele zu unterdrücken und zu heilen. Mit anderen Worten, Pythagoras verwendete die Schwingungsmedizin, um eine Vielzahl von Krankheiten und Verletzungen zu behandeln, genau wie Tesla es tausende von Jahren später tun würde. Unter der Leitung von Pythagoras wurden die alten Griechen mit der Schwingungsmedizin vertraut. Sie behandelten ihre Soldaten, indem sie Saiten eines bogenähnlichen Instruments über Verletzungen zupften und Vibrationen erzeugten. Krass, das haben die alten Griechen schon gemacht, oder was? Das ist ja sehr wild. Das wusste ich gar nicht. Die nachweislich dazu führten, dass Eiter freier abfließen und Wunden viel schneller heilen konnten. Außerdem benutzten sie Heilkammern für den Traumschlaf, wo hallende Räume in Tempeln den Praktizierenden erlaubten, im Schlaf in Klängen und Schwingungen zu baden, während sie schliefen. Geil. Fühl ich. Natürlich waren die Griechen nicht die einzige und auch nicht die erste antike Kultur, die sich der Schwingungsmedizin bediente. Ägypter safe. Es ist interessant festzustellen, dass Pythagoras der erste Grieche war, der in den ägyptischen Geheimnissen der Wissenschaft, Medizin, Mathematik und Astronomie unterrichtet wurde. Ja, dieses Wissen ist schon uralt. Und dies während eines über 20-jährigen Aufenthaltes in diesem Land. Bemerkenswerterweise war ein grundlegender Teil dieses geheimen ägyptischen Wissens, mit dem Pythagoras vertraut gemacht wurde, der Glaube, dass Klang und Vibration heilen. Es gibt ja sogar Leute, ja, die Theorien aufstellen, dass die Pyramiden mit Klängen gebaut wurden und mit Frequenzen quasi sowas wie eine Antigravitation ausgelöst wurde und die haben mit Klängen und Ritualen Steine schweben lassen. Ich sag bewusst Theorie, weil es ist natürlich auch eine Theorie und es ist auch eine wilde Theorie. Ja, habe ich schon mal hier und da gehört, ich weiß nicht. Wir haben uns noch kein Video darüber reingezogen, aber diese Theorien und diese Videos gibt's. Ich glaube, ich habe mir bei Keanu schon mal ein Video reingezogen auf seinem Kanal, wo er sich ein Video darüber reingezogen hat, dass die Pyramiden eventuell so gebaut wurden. Fähigkeiten haben. Miese Recherche. Bedenken Sie, dass die Ägypter in ihren alten Ritualen bestimmte resonante Vokale verwendeten. Diese Vokale galten als so heilig, dass sie aus der Alltagssprache verbannt wurden und in der Schriftsprache der Hieroglyphen nicht auftauchten. Außerdem benutzten die Ägypter bei Zeremonien ein Instrument namens Sistrum, eine Rassel mit daran befestigten Metallscheiben, die nachweislich außergewöhnlich hohe Ultraschallpegel erzeugt. Crazy. Einige, wie der ägyptische Archäologe Dr. Abdel al-Hakim Aouyan, glauben, dass die Pyramiden selbst zur Klangheilung verwendet wurden. Dr. Abdel Die Pyramiden selbst zur Klangheilung. Legt nahe, dass die großen Granitsarkophage, die in verschiedenen Pyramiden gefunden wurden, überhaupt keine Sarkophage waren, sondern Therapie, da haben die sich reingelegt, oder was? Eher förderliche Plattformen, auf denen Menschen liegen und Schallschwingungen absorbieren konnten, die durch die Kammern schalten. Das ist wild. Wie er erklärt, jede Kammer innerhalb der Pyramide hat eine spezifische Harmonie, die Harmonien der Hohlräume des... Es gab auch eine Theorie, dass wir uns früher telepathisch unterhalten konnten. Daran glaube ich. ...menschlichen Körpers nachahmt. Bei der Überlegung, ob die ägyptischen Pyramiden in der Klangheilung verwendet wurden, sollte erwähnt werden, dass ein ähnlicher, viel älterer Tempel in den frühen 1900er Jahren auf der Insel Malta gefunden wurde. Ein neolithischer, unterirdischer Komplex, der außerirdisches Klangverhalten zeigte. Der Archäologe Fernando Coimbra beschrieb, wie er innerhalb des Komplexes fühlte, wie das Geräusch seinen Körper mit hoher Geschwindigkeit durchquerte und ein Gefühl der Entspannung hinterließ. Als es wiederholt wurde, kehrte das Gefühl zurück. Und auch er hatte die Illusion, dass das Geräusch reflektiert wurde, von seinem Körper zu den alten, rot-ockerfarbenen Malereien an den Wänden. Könnte dies der gleiche Effekt sein, den Abdel in ägyptischen Pyramiden beschreibt? Entscheidend ist, dass Coimbra und sein Team feststellten, dass alle unterirdischen Räume mit der gleichen Frequenz resonierten, genau 111 Hertz. Dies ist nicht nur deshalb von Bedeutung, weil 111 Hertz als die heilige Frequenz bezeichnet wurde,
sondern weil Pythagoras bei den Experimenten, die seinen Erfahrungen mit den Schmiedehämmern folgten, eine Tonleiter schuf, die mit einem A-Ton begann und, ja, bei 111 Hertz resonierte. Doch die Schwingungsmedizin geht weiter zurück und erstreckt sich über die Kulturen der Menschheit. Es ist nicht nur die Arena des Nahen Ostens und des Mittelmeers. Vor 40.000 Jahren wurde in Australien das älteste Blasinstrument der Welt, das heute als Didgeridoo Kandididaki verwendet, um Knochenbrüche, Muskelrisse und Krankheiten zu heilen. Powwows der amerikanischen Ureinwohner mit Trommeln und Singen werden seit vielen tausend Jahren zur Behandlung geistiger und körperlicher Krankheiten eingesetzt. Die buddhistischen Auch Tanzen hilft gegen psychische Probleme und so. Sich entladen über den Boden und zu tanzen und ja, diese Bewegung, die hilft einem extrem. Tanzen, barfuß laufen, Meer, Naturgeräusche, Vögel, diese ganzen Sachen helfen uns extrem und das sind ja auch eine Art Frequenzen so. Die Tibets integrieren seit langem die Schwingungen von Klangschalen und Gongs in ihre Zeremonien und Meditationen. Die Liste könnte fortgesetzt werden. Aber der Punkt scheint klar zu sein. Alte Kulturen scheinen ein Wissen über die heilenden Kräfte von Klang und Vibrationen besessen zu haben. Ein Wissen, was von Tesla im 20. Jahrhundert wiederentdeckt wurde. Aber sind diese Klanggeheimnisse nur Fantasie? Das irrelevante auf gar keinen Fall. Schwafel vergangener Generationen? Oder doch? Das ist das, was die uns verkaufen wollen teilweise. Weil man dann natürlich nicht mehr so viele Tabletten verkaufen kann, wenn man sich auch mit Klang heilen kann, ne? Mit Bewusstsein und mit anderen Methoden. Vielleicht ist das kein Mythos, sondern Wissenschaft. In den frühen 1900er Jahren erschien ein merkwürdiger Artikel in der Zeitschrift The World Today, in dem die angeblichen Abenteuer eines gewissen Nikola Tesla bei einem Tagesausflug in New York City beschrieben wurden. Darin stand: Er steckte seinen kleinen Vibrator in seine Jackentasche und machte sich auf die Suche nach einem halb errichteten Stahlgebäude. Unten. Der packt seinen kleinen Vibrator in die Jackentasche, hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen gerade. Wall Street Viertel fand er eines. 10 Stockwerke aus Stahlgerüst, ohne dass ein Ziegelstein oder ein Stein herumgelegt war. Er klemmte den Vibrator an einen der Balken. Fummelte an der Einstellung herum. Fummel in den Männern. Er es hinbekam. In Teslas Sorry, Dicker. In Worten. Schließlich fing die Struktur an zu knarren und sich zu winden. Und die Stahlarbeiter kamen panisch zu Boden, glauben, dass es ein Erdbeben gegeben hat. Gerüchte verbreiteten sich, dass das Gebäude kurz vor dem Einsturz stand. Und die Reserve der Polizei wurde gerufen. Bevor etwas Ernstes passierte, nahm ich den Vibrator ab, steckte ihn in meine Tasche und ging weg. So. Aber wenn ich 10 Minuten länger durchgehalten hätte, hätte ich das Gebäude platt auf die Straße legen können. Und mit demselben Vibrator hätte ich die Brooklyn Bridge in weniger als einer Stunde in den East River stürzen können. Was Tesla verstand, was nicht nur den Hintergrund für diese Geschichte bildete, sondern auch für die Erschaffung seiner... Das war schon ein bisschen witzig, ne? Oszillators und seine Experimente mit Schwingungsmedizin war ganz einfach. Aber das ist krass, dass ein kleines Gerät einfach so an eine Brücke anbringt und dass es das eventuell, weißt du, zum Einstürzen bringen kann. Da siehst du, wie mächtig Frequenzen sind und Vibrationen. Dass alles aus Atomen besteht, die sich in ständiger Bewegung befinden. Genau so ist es. Alles ist Schwingung. Und je nach Geschwindigkeit dieser Bewegung, fest, flüssig oder Gas. Genau so. Das ist eigentlich gar nicht fest, Digga, die Materie hier. Wenn ich mit meiner Hand auf der richtigen Schwingung schwingen würde, dann könnte ich da durchgreifen, Bro. Das hört sich voll crazy an, aber es ist so. Mich erscheinen. Also, dass sogar etwas Festes wie ein Gebäude in Wirklichkeit mehr Freiraum zwischen Atomen ist als alles andere. Was Tesla mit diesem Gebäude anstellte, war das, was er und alte Kulturen glaubten, dem menschlichen Körper angetan werden könnte. Das heißt, er benutzte Vibrationen, um seinen Körper neu zu organisieren. Also Freunde, Vibratoren benutzen, um seinen Körper neu zu organisieren. Wisst ihr, hab ich... Nein,
Hör auf, Bro. Sei nicht so sexual. Alles gut, Mann. Der musste kurz sein. Jetzt ist gut. Mit den Worten der gefeierten Ärztin und Chiropraktikerin June Leslie Reeder, Vibrationsmedizin wirkt auf einer tiefen zellulären Ebene, wo molekulare Eigenschaften durch Vibrationen verändert werden. Die String-Theorie erklärt, dass alles im Universum ständig vibriert, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Frequenz. So wie Elektronen schwingen, während sie um den Kern eines Atoms kreisen, so schwingen auch Planeten, wenn sie um Sonnen kreisen. Wie Einstein es ausdrückte, alles im Leben ist eine Schwingung. Die haben es alle verstanden schon. Dementsprechend haben Menschen eine optimale Frequenz. Das ist geil, dass es wenigstens da zu den Zeiten noch Wissenschaftler und so gab, die auch auf dieses Wissen gestoßen sind, weißt du? Heutzutage, weiß ich nicht, gibt's die, also sie sind immer mehr ausgestorben, glaube ich. Das heißt einen Zustand, in dem jede der Zellen im Menschenkörper so schwingt, wie sie entworfen wurde. In den frühen 1990er Jahren führte der Quantenphysiker Bruce Tainio Experimente durch, die zeigten, dass ein gesunder menschlicher Körper zwischen 62 und 70 Megahertz schwingt. Außerdem stellte er fest, dass das Immunsystem geschwächt wird und Krankheiten beginnen, wenn diese Frequenz unter 58 Hertz fällt. Mit anderen Worten, die Gesundheit einer Person wird direkt von der Frequenz beeinflusst, mit der ihr Körper schwingt. Die optimale Frequenz kann durch chemische, physikalische, mentale oder emotionale Reize gesenkt werden. Tainio fand zum Beispiel heraus, dass Viren ihre eigenen sehr niedrigen Frequenzen haben. Etwa zur gleichen Zeit untersuchte ein Osteopath namens Dr. Peter Guy Manners die Beziehung zwischen Klang, Vibration und Heilung. Er schlussfolgerte, ein gesundes Organ wird seine Moleküle haben, die in einer harmonischen Beziehung zueinander arbeiten, gleiche Muster haben. Wenn unterschiedliche Klangmuster in das Organ eindringen, könnte die harmonische Beziehung gestört werden. Sie können ihr disharmonisches Muster etablieren, im Organ, im Knochengewebe und so weiter. Und das nennen wir Krankheit. Vibrationsmedizin ist ein Versuch, Schwingungen zu verwenden, um die Frequenz eines Körpers wieder an einen optimalen Ort zu bringen, um die Mal gucken, ob sowas hier in Tulum gibt's bestimmt sowas auch. Beziehung von zusammenwirkenden Molekülen. So Schwingungstherapie. Ja, okay, was ich weiß, es gibt so Klangtherapie mit so Klangschalen. Wo man in so einem Raum liegt, der auch richtig krass aufgebaut ist. Und dann gibt es so Klangschalentherapie, das kann wahrscheinlich auch schon krass helfen. Muss man sowas auch machen, ich hab Bock drauf. Stellen. Dies beschrieb Pythagoras als das Bringen von Ordnung in Chaos und Zwietracht durch seine Seelenanpassungen. Das Konzept, das Tesla zu der Vermutung veranlasste, wenn sie bestimmte äußere Frequenzen beseitigen könnten, die in unseren Körper eingreifen, hätten wir eine größere Widerstandskraft gegen Krankheiten. Hier muss die Frage gestellt werden, wenn die Schwingungsmedizin tatsächlich auf den fundamentalen Prinzipien der Biologie und der Quantenphysik basiert, auf denen das Universum aufgebaut ist, was könnte dann alles möglich sein? Welche Kräfte könnte die Schwingungsmedizin besitzen? 1981 kam eine Biologin namens Hélène Grimal mit einem Komponisten namens Fabien Marmont zusammen, Fabien Marmont. Bahnbrechende Studie über die Auswirkungen von Schallwellen auf lebende Zellen, insbesondere Krebszellen, durchzuführen. 18 Monate lang arbeiteten sie mit Gongs, Xylophonen, Saiteninstrumenten und der menschlichen Singstimme und zeichneten auf, was dabei mit den Zellen geschah. Erstaunlicherweise fanden sie heraus, dass die Verwendung einer neuntönigen ionischen Tonleiter dazu führte, dass die Krebszellen ihre strukturelle Integrität verloren und Guck dir das mal an, Digga, das ist doch wild, Mann. Das ist so unfassbar, das ist so crazy, das ist so geil. Also alles zugleich, finde ich. Explodierten. Denken Sie an das Weinglas, das zersplittert, wenn ein Opernsänger den hohen Ton trifft. Musst du überlegen, ein Weinglas zersplittert wegen einem hohen Ton. So, das ist einfach so, das schwingt, weißt du, wie ich meine? Das macht einem schon bewusst, was Frequenzen und Schwingungen für eine Auswirkung haben kann auf Materie. Beschrieb, Krebszellen können ihre Struktur nicht aufrechterhalten, wenn bestimmte Schallfrequenzen die zytoplasmatischen und nuklearen Membranen angreifen. Wenn alle Menschen das richtig realisieren würden, müsste keiner mehr an Krebs sterben. Überleg mal. Wenn die Schwingungsrate zunimmt, können sich die Zellen nicht anpassen oder stabilisieren und sterben,
indem sie sich auflösen und explodieren. Das Paar wunderte sich über die Auswirkungen einer solch schockierenden Entdeckung und begann mit zwei Frauen zu arbeiten, bei denen Brustkrebs diagnostiziert worden war. Beide Frauen wurden angewiesen, die Tonleiter einen Monat lang 3,5 Stunden pro Tag zu singen. Am Ende dieses Zeitraums war der Tumor der einen Frau nicht mehr nachweisbar. Krass, 3,5 Stunden am Tag. Während der anderen Frau einfach ausgetrocknet war. Seitdem wurden weitere Studien zu den Auswirkungen von Vibrationen auf Krebszellen durchgeführt. Darunter eine 2020, die darauf hinwies, dass Ultraschall Krebszellen zerstören kann. Caltech, da hat doch Sheldon gearbeitet, oder? Und andere Zellen intakt bleiben. Diese Art von Ergebnissen lässt Wissenschaftler in großen Dimensionen denken. Wie Anthony Holland, ein Musikwissenschaftler, der kürzlich während eines TEDx-Vortrags sagte: Ich glaube jetzt, dass die zukünftigen Krebsbehandlungsräume für Kinder ein ganz anderer Ort sein werden. Es wird ein angenehmer Ort sein, an dem sich Kinder treffen und neue Freunde finden. Sie haben wahrscheinlich gewonnen. Sie wissen nicht einmal, dass sie krank sind. Sie malen Bilder, malen in ihren Büchern, spielen mit ihren Spielsachen, während sie sich nicht bewusst sind, dass über ihnen wunderschöne blau-rosa Plasmalichter, heilende, pulsierende elektrische Felder ausstrahlen. Das wäre so schön. Die ihren Krebs schmerzlos zerschmettern. Das wäre so schön. Und ungiftig eine Zelle nach der anderen machen. Krebs heilen ist in der heutigen Zeit so etwas wie ein kultureller Euphemismus geworden. Dieses Produkt kann alles außer Krebs heilen, könnte ein Werbetreibender sagen. Während ein stolzer Elternteil verkünden könnte: Mein Kind wird groß werden und Krebs heilen. Ist es möglich, dass die Schwingungsmedizin jenseits von Euphemismen tatsächlich in der Lage sein könnte, dies zu tun? Unglaublicherweise sind ihre Auswirkungen auf Krebszellen nur der Anfang der Kräfte der Schwingungsmedizin, die die Wissenschaft jetzt aufzeichnet. Studien haben gezeigt, dass die Praxis des Klangbadens, das heißt die Exposition gegenüber Schwingungsmedizin, Angstzustände und Depressionen direkt reduziert. Einer Studie zufolge berichteten 62 Frauen und Männer mit einem Durchschnittsalter von 50 Jahren nach Klangsitzungen von deutlich weniger Anspannung, Wut, Müdigkeit und depressiver Stimmung. Eine Studie im Journal of Athletic Training beschrieb, wie Vibrationstheorie Muskelkater nach dem Training lindern kann, während andere Studien gezeigt haben, dass Vibrationsmedizin bei Arthritis, Menstruationsschmerzen, postoperativen Schmerzen und chronischen Schmerzen hilft. Die Vibrationstherapie wird seit den 1960er Jahren vom russischen Weltraumprogramm eingesetzt und wird heute von der NASA verwendet, um die Knochendichte von Astronauten zu erhöhen. Krass! Was jetzt bei Patienten mit Osteoporose und Rückenmarksverletzungen angewendet wird. An anderer Stelle zeigte eine im Journal of Diabetes Science and Technology veröffentlichte Studie, dass die Vibrationstheorie den Blutfluss verbessert und bei neurovaskulären Komplikationen von Diabetes hilft. Aber es geht noch weiter. Eine kürzlich im Neurorehabilitation Journal veröffentlichte Studie deutete darauf hin, dass die Vibrationstherapie das Zittern und die Steifheit der Muskeln bei Menschen mit der Parkinson-Krankheit verringern kann. Während eine 2014 im Egyptian Journal of Human Genetics veröffentlichte Studie herausfand, dass die Vibrationstherapie Kindern mit Zerebralparese helfen kann, die Muskelkraft zu steigern und die Spastik zu verringern. Darüber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass die Vibrationstherapie Alzheimer-Patienten beim Denken und Erinnern helfen kann. Gehen Sie einen Schritt zurück. Was hier beschrieben wird, ist eine Art Wundermittel, eine Behandlung für alles, von Schmerzen und Verletzungen über psychische Gesundheit bis hin zu schweren Krankheiten, sogar solchen wie Krebs und Alzheimer, die von der Schulmedizin bisher als unheilbar angesehen wurden. Die gute alte Schulmedizin, wa? Die Schwingungsmedizin, ihre Geheimnisse, die auf den Grundprinzipien der Biologie und Quantenphysik basieren, die den Menschen altertums bekannt waren und von Tesla wiederentdeckt wurden, muss sicherlich die Macht haben, die Welt zu verändern
und die Art und Weise, wie Medizin praktiziert wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie... Das hat uns sehr gefallen, meine Süße. Danke wieder für die schöne Stimme, für das schöne Video. Geiles Thema auf jeden Fall. Ein Thema, mit dem wir uns alle auseinandersetzen sollten, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten. Schwingungen und Vibrationen, meine lieben Freunde. Sehr, 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 sehr wichtig. YouTube, eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Meine Süßen, be unique. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace out.